Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute soll es die Rache des Sub für den August 2023-2024 geben. Das heißt, ich werde mir gleich mit euch gemeinsam mein Neuzugänge-Video aus dem August letzten Jahres anschauen, also 2023. Und wir werden dann gemeinsam schauen, welche Bücher ich davon schon gelesen habe und welche noch nicht. Und für die, die ich noch nicht gelesen habe, habe ich dann, wie ihr es kennt, 3 Monate Zeit, wobei wir jetzt schon September haben, wo ich das Video drehe und quasi mir die Bücher raussuche. Das heißt, ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, bis zum Ende des Jahres diese Bücher versuchen zu lesen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal gemeinsam ins Video rein und dafür setzen wir uns wieder gemeinsam an meinen PC und ja, ihr seht meine Live-Reaction quasi auf das Video. So, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Gekauft meine Neuzugänge August 2023. Ich habe echt wenig Ahnung, was da eingezogen ist. Ich habe die Geschwindigkeit wieder ein bisschen hochgestellt, damit es nicht so lange dauert. Und jetzt gucken wir mal. Ich würde sagen, wir scrollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um die Neuzugänge gehen, die im August bei mir eingezogen sind. Und ja, das waren auf jeden Fall wesentlich mehr als in den letzten Monaten. Ich hatte ja in meinem letzten Neuzugänge-Video schon erzählt, dass in der Umzugszeit also wirklich nicht so viel bei mir eingezogen ist, weil ich einfach nicht die Zeit hatte, irgendwie in den Buchladen zu gehen und Bücher zu shoppen und tatsächlich mir auch irgendwie nichts bestellt habe, weil ich überhaupt nicht wusste, wann bin ich in welcher Wohnung und wo kann ich es überhaupt annehmen. Das hat sich geändert, seit wir jetzt, eigentlich schon seit Juli, aber jetzt im August hier dann auch wirklich alles steht, wir richtig angekommen sind, ich Urlaub hatte und ja, einfach wieder Zeit hatte, mich mit Büchern zu beschäftigen, mit Neuerscheinungen zu beschäftigen. Und ja, dadurch sind einige Bücher bei mir eingezogen. Und welche das sind, das zeige ich euch in diesem Video. Oh, genau. Da habe ich mal versucht, einen Trailer zu machen. Ist mir nicht so gut geglückt, habe ich auch wieder rausgenommen. Und zwar sind zum einen insgesamt 4 E-Books bei mir eingezogen, eine Reihe und ein Einzelband. Und zwar habe ich mir zum einen gekauft von Elizabeth Chadwick. Die Reihe habe ich komplett noch nicht gelesen, aber die Cover sind ja toll. Die sind ja schön. Die Reihe rund um, ja, die, das ist eine historische Reihe, wo es rund um den englischen Königshof sich dreht. Viel mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe mal in einem anderen Video gesehen, ich weiß gar nicht mehr wo, dass das eine gute Einsteigerreihe sein soll für historische Romane. Und da das ja gerade so ein bisschen auch mein Thema ist und ich da so ein bisschen gucke, ja, was könnten gute Romane sein, dass ich mich mit diesem Thema auch mehr, also historische Romane mehr beschäftigen möchte. Und ja, da kam mir diese Reihe tatsächlich ganz gelegen. Es sind insgesamt 3 Teile. Zum einen das Herz der Königin, dann das Vermächtnis der Königin und das Lied der Königin. Ich weiß nicht, in welche Reihenfolge die gehören. Ich weiß auch im Detail nicht, worum es da geht. Aber ich habe mir die recht günstig als E-Book kaufen können. Deswegen, ja, habe ich da dann direkt zugeschlagen. Ich hatte in den ersten Teil schon mal so ein bisschen reingelesen und das hat mir tatsächlich schon sehr, sehr gut gefallen, weil der Schreibstil sehr gut zu lesen war. Und ja, wie gesagt, also einfach nur die erste Seite oder so, einfach nur, weil ich neugierig war, wie sich das so liest. Und da hat mir der Einstieg sehr, sehr gut gefallen. Deswegen, ja, hoffe ich, dass ich die auch sehr bald lese. Und ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich mich da gerade so ein bisschen näher mit beschäftigen kann mit den historischen Romanen, weil ich da wirklich auch total Lust drauf habe, die zu lesen und da meine, ja, wirklich meine Freude an historischen Romanen einfach so ein bisschen geweckt wurde. Ja, die 3 Teile von Elizabeth Chadwick habe ich alle 3 noch nicht gelesen. Dementsprechend haben wir jetzt schon 3 ungelesene Bücher. Dann habe ich noch ein Einzelband gekauft von einer Autorin, die ich eine Zeit lang sehr, sehr intensiv verfolgt habe, die ich jetzt ja dann über die Zeit so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Und dieses Buch wurde mir aber tatsächlich angezeigt und es war sehr, sehr stark reduziert als E-Book. Deswegen ja, habe ich da dann zugeschlagen, weil ich eh so dachte, ach, ich will sowieso mal gucken, was in letzter Zeit von der so erschienen ist, was ich von ihr vielleicht auch schon gelesen habe. Es bietet sich da tatsächlich auch an, vielleicht nochmal so ein Autorin im Fokus-Video zu machen. Fällt mir da gerade so ein, das werde ich mir gleich mal aufschreiben, weil ich da wirklich auch total den Überblick. Sagt mir doch mal gerne, ob ihr noch Interesse an diesen Autorinnen im Fokus-Video habt. Also, ich habe das mal angefangen mit Lucinda Riley, kurz nachdem sie verstorben war. Und zwar habe ich da quasi mir alle Bücher angeschaut, die bis zu dem Tag von der Autorin erschienen sind und habe dann geguckt, welche sind gelesen und welche nicht. Schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, ob euch das auch mit anderen Autorinnen noch interessieren würde. Verloren habe, was habe ich von der schon gelesen und was vielleicht auch nicht. Und zwar rede ich von Cecilia Ahern und gekauft. Oh ja, die habe ich wirklich aus den Augen verloren. Was ist denn bei mir eingezogen? Da habe ich mir Alle Farben meines Lebens. Alle Farben meines Lebens von Cecilia Ahern ist noch ungelesen. Yay.
Ich weiß leider nicht so richtig, worum es da geht. Ich werde es jetzt einfach mal anklicken und gucken, ob mir da irgendwie eine Inhaltsangabe angezeigt wird. Vorausgesetzt, mein Tolino schafft es, das hier unten runterzuladen. Ich blätter mal kurz. Weiß ich jetzt gerade nicht. Also im E-Book ist es auf jeden Fall nicht verzeichnet. Ich gucke jetzt mal gerade schnell auf meinem Handy. Das Leben strahlt in unendlich vielen Farben. Gold ist die Farbe der Reinheit, Grün steht für Stabilität und ein bestimmtes Blau für Traurigkeit. Schon als Kind entdeckt Alice, dass sie den Gemütszustand anderer Menschen in Farbe sehen kann. Die Augen verraten Alice, ob ihr Gegenüber die Wahrheit sagt oder lügt, glücklich ist oder heimlich den Tränen nahe. Ihr eigenes Leben in die Farben des Glücks zu tauchen, das gelingt ihr zunächst noch nicht. Ausgerechnet die Natur liefert der Großstadtpflanze, die bisher jeden Kaktus klein kriegt, einen ersten Hinweis. Ihre lebenskluge Nachbarin zeigt ihr die Richtung. Und die Begegnung mit einem Mann, dessen Farben sie überraschenderweise nicht erkennen kann, leitet Alice auf ihrer Suche nach all den bunten, leuchtenden Facetten des Lebens. Ja, klingt für mich erstmal nach einem typischen CC-Hörnbuch mit so einem leichten, übernatürlichen Touch. Ich denke gerade an ein anderes Buch von ihr, wo das auch so ist. Da habe ich leider den Titel gerade vergessen. Ich schreibe das hier unten rein, wenn ich das daran denke, im Schnitt zu recherchieren. Die Janina aus dem Schnitt hat den Titel leider nicht gefunden. Das finde ich irgendwie ganz süß. Ja, klang für mich einfach. Fällt mir aber auch nicht ein, was für ein Buch das sein sollte, ehrlich gesagt. Nach einer coolen Geschichte wieder, gerade mit diesen Farben, die sie sehen kann, mit diesen Augen von Menschen. Und ja, da erhoffe ich mir tatsächlich, dass mir das gut gefallen wird, weil ich auch einfach Cécile Ahearns Schreibstil grundsätzlich einfach ganz gerne mag. Ja, dann. Ja. Das Buch von Cecilia Ahern ist auf jeden Fall auch noch ungelesen, also haben wir jetzt vier ungelesene Bücher. Habe ich am Donnerstag noch ein Buch, also am 31.8. ein Buch im Thalia abgeholt, was ich vorbestellt hatte und dort habe Hindi verlassen. Und zwar das neue Buch von Katinka Engel, This is Our Time. Ist es der erste Band? Ich glaube schon, weil wenn ja, dann habe ich den gelesen. Mit dieser schönen Aufmachung hier. Das hatte ich mir schon seit längerem vorgestellt. Ich hatte das auch in meinem Mid-Tier Freak Out Book Tag, ich weiß nicht genau mehr, wie der heißt. Hatte ich das Buch schon angesprochen, dass das eine Neuerscheinung ist, auf die ich mich sehr freue. Ich verlinke euch das Buch mal oben, das Buch, das Video oben in der Infobox. Und ja, das hatte ich vorbestellt. Das ist dann am Donnerstag, hatte ich die Benachrichtigung irgendwie im Laufe des Vormittags bekommen, dass es geliefert wurde und die es dann eingebucht haben. Und gefühlt eine halbe Stunde später in meiner Mittagspause stand ich da und habe es schon wieder abgeholt. Ja, wie gesagt, weil ich mich da sehr drauf gefreut habe. Und zwar spätestens. Okay, das scheint der erste Teil zu sein. Den habe ich auf jeden Fall gelesen. Ganze hier an einem Seriensetting, nicht Filmsetting, Seriensetting. Und wir treffen hier auf Rio McRoy, der ein berühmter Schauspieler ist, der, um sein Image aufzupolieren, der ja, Star oder die Hauptrolle in einer neuen Netflix-Serienproduktion spielt. Und wir treffen hier auf Fern oder Vern, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, die eigentlich Drehbuch studiert und als Praktikantin bei dieser Netflix-Produktion mitarbeitet, um einfach so Kontakte zu knüpfen in die Branche, da reinzuschnuppern. Und es kommt dann dazu, dass sie als die weibliche Hauptrolle in dieser Serie gecastet wird und fortan dann mit Rio gemeinsam in dieser Serie die beiden ja, Hauptfiguren spielt, die sich in dieser Serie natürlich auch näher kommen. Und irgendwann gelingt es den beiden aber nicht mehr so richtig, ja, zwischen dem, was vor der Kamera ist und hinter der Kamera ist, zu unterscheiden. Und sie wissen einfach nicht, ja, ob die Gefühle, die sie hinter der Kamera oder ohne die Kamera spüren, nur von dem kommen, was sie vor der Kamera eben spielen oder ob das echte Gefühle sind. Und ja, darum geht es so ein bisschen in diesem Buch. Ich habe das, wie gesagt, gesehen, auch schon angefangen, eigentlich auch schon quasi beendet. Ich habe noch 30, 40 Seiten vor mir. Ich werde jetzt erstmal noch nichts zum Inhalt sagen, weil ich gerade einen Vlog-Schnipsel gedreht habe, wo ich euch schon so ein bisschen berichte, wie es mir gefallen hat. Und Okay, der Vlog ist auch einfach niemals online gegangen. Weil ich immer anfange, Vlog-Schnipsel zu drehen und es dann nie schaffe, daraus einen Vlog zu machen. Aber ich nehme es mir immer wieder vor. natürlich kommt es dann auch in meinem Lesemonat September, werde ich dann nochmal ausführlicher darüber sprechen. Also seid da gerne gespannt, wie mir das Buch gefällt. Dann habe ich hier ein wunderschönes Buch, was tatsächlich sehr spontan bei mir einziehen durfte. Ich hatte hier in dem Stadtteil, wo wir wohnen, haben wir wie so eine kleine Innenstadt, sag ich mal, und da hatte ich noch ja, so ein, zwei Besorgungen zu machen. Und da ist auch ein kleiner Buchladen und ich war da erst einmal drin, weil ich ein Geschenk kaufen wollte für meinen Bruder zum Geburtstag. Da habe ich also jetzt nicht so gestöbert, sondern ja wirklich eher gezielt Okay, was ich für weiß, ihn was jetzt gesucht, kommt. und dachte dann eben, als ich da war, dass ich da einfach noch mal so ein bisschen reinschnuppern möchte. Ich hatte gar nicht so unbedingt die Intention, was zu kaufen, aber dann habe ich dieses Buch dort gesehen. Oh ja, die Farbe meines Blutes, das habe ich auch noch nicht gelesen. Und sie hatten noch genau zwei Stück und dieses Cover hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Also es lag da wirklich auf dem Tisch und es ist auch wirklich ein recht kleiner Buchladen. Und ich habe dieses Cover gesehen, habe es mir quasi direkt rausgenommen und hier hinten gelesen, was draufsteht. Und ich fand es super spannend. Hab dann aber gedacht, naja, jetzt irgendwie mal eben so spontan 24 € für ein Hardcover ausgeben. Möchtest du das? Habe mich dann erst dagegen entschieden und habe es weggelegt. Habe dann da noch weiter gestöbert und geschaut und ja, einfach so geguckt, was sie so im Sortiment haben. Aber irgendwie schweiften meine Gedanken immer wieder zurück zu diesem Buch und letztendlich, ja, habe ich mich dann am Ende dafür entschieden, es doch mitzunehmen. Ja, weil ich irgendwie so fasziniert von diesem Buch war.
Und zwar habe ich hier von Denini Milner Die Farbe meines Blutes. Und ja, es ist so eine Adoptionsgeschichte, sage ich mal. Also das Ganze spielt in Brooklyn 1969. In diesem Jahr ja, erfährt die unverheiratete Afroamerikanerin Grace, dass sie schwanger ist. Und sie möchte dieses Kind eigentlich unbedingt behalten. Das ist aber gegen die Konvention. Und so kommt es dazu, ja, dass ihr das Kind weggenommen wird und bei einem jungen Ehepaar aufwächst. Dieses Kind ist Ray, ja, die eigentlich sehr, sehr früh von ihrer Adoption erfährt, ihre Adoptionseltern da auch sehr offen mit ihr umgehen. Und trotzdem sind ihre Adoptiveltern eben ihre richtigen Eltern. Doch dann stirbt ihr Vater und es kommt ein Geheimnis ans Licht, ja, was sie quasi dazu zwingt, sich mit ihrer Herkunft auseinanderzusetzen. Und ich weiß nicht wieso, aber es hat mich einfach so sehr in den Bann gezogen. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich konnte einfach nicht anders als dieses Buch mitnehmen. Und ich freue mich da schon wahnsinnig drauf, das zu lesen, weil es klingt nach einer richtig tollen Geschichte, die mir ja echt viel Spaß machen könnte. Dann hatte ich. Ja, die Farbe meines Blutes ist ebenfalls noch ungelesen. Mir ebenfalls vorbestellt von Sarah Sprints Falling Infinity oder Infinity Falling. Infinity Falling von Sarah Sprintz habe ich auch noch nicht gelesen. Ich glaube, die gesamte Trilogie ist mittlerweile schon erschienen. Infinity Falling wahrscheinlich. Buch war es thematisch ja eine ähnliche. Deswegen mal gucken, weil ich dazu greife. Und der Dumbridge Academy sieht ja aber viel, viel besser wird. Ich befürchte nicht, wie gesagt, weil ich gerade ein Buch mit einer ähnlichen Thematik erst lese und dann, ich denke, einfach so ein bisschen Abstand brauche, bis ich dann zu diesem Buch greifen kann. Ja, das hat ja jetzt auch genau über ein Jahr gedauert, dieser Abstand. Aber jetzt ist es auf der Rache und ich bin da auch tatsächlich eigentlich ganz neugierig drauf. Ich glaube, es ist auch eine Trilogie und ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo dieses Buch steht, aber wir werden es finden. Dann durfte bei mir einziehen von Christina Monninger, One Second to Love, Breaking Away. Das ist. Oha! So lange ist das schon her? Okay, das ist auch noch ungelesen. Ich glaube, es sind da auch schon alle vier Teile von erschienen. Das hatte ich schon mal auf einer Leseliste. Ihr wisst es. Im April war es, glaube ich, oder März. Und ich habe es nicht geschafft, das zu lesen. Und jetzt, ja, taucht es hier auf. Na gut. Waves, ist halt auch ihrer früheren Freundin, die sie zerbrochen und ja, Avery weiß dann einfach nicht so richtig, wie damit umzugehen ist. Hat mich tatsächlich an nach was anderem als dieser 0815 Neo-Adult-Geschichte klingt. Dann habe ich mir für den Buchclub das neue Buch gekauft für den September und zwar von Michelle Zaun. Tränen im Asiamarkt von Michelle Zauner ist gelesen. Yes. Oder Zona, weiß ich nicht. Tränen im Asiamarkt. Das ist. Werde ich einfach mal gucken, wohin mich diese Geschichte hier führt. Ja, das nächste Buch werde ich euch nur ganz kurz zeigen, weil es da ja sehr kontroverse Debatten zu gibt, wie damit weiter umzugehen ist oder gerade wie mit der Autorin weiter umzugehen ist. Ich habe mir das Buch mich dazu entschieden, es dennoch vorzubestellen, kann aber auch nachvollziehen, warum das Buch bzw. die Autorin auch boykottiert wird und einfach keine neuen Ja, ich ahne, was Ausgaben jetzt oder ähnliches kommt. mehr gekauft werden. Ich habe mich, wie gesagt, dennoch dazu entschieden, die zu kaufen. Ich möchte jetzt auch nicht näher darauf eingehen und euch, wie gesagt, nur ganz kurz zeigen, dass hier im Carlsen Verlag. Okay, ja. Werde ich jetzt auch nicht mehr viel darauf eingehen. Das ist die Gesamtausgabe von Harry Potter. Also Teil 1 bis 7 in einem Buch. Und ja, es gibt ja nach wie vor die Debatte rund um J.K. Rowling. Ich habe mir das damals tatsächlich noch gekauft. Mittlerweile bin ich da auch so ein bisschen von abgekommen, mir noch großartig Harry Potter Merch oder ähnliches zu kaufen. Ja, und das steht auch noch im Regal. Wobei da auch, glaube ich, noch ein neuer Band erschienen ist, den ich noch gar nicht habe. Das müsste ich auch noch mal recherchieren. Dieses Buch ist mir aber auch aufgefallen, weil ja, ich das einfach noch nicht habe. Und dann habe ich es mir bestellt. Und zwar von Tess Gerritsen und Gary Braver, die Studentin. Das ist ein. Oh, die Studentin von Tess Gerritsen ist auch noch ungelesen. Ein Krimi. Und zwar geht es hier um die Studentin Taryn Moore. Ja, die Junge ist attraktiv und ihre Thriller auch sehr gern. Und als ich gesehen habe, dass das hier eben, dass ich das noch nicht habe, habe ich mich kurzerhand dazu entschieden, das zu kaufen. Dann ist bei mir eingezogen, weil ich es dann vorbestellt hatte, The Things We Leave Unfinished von Rebecca. Okay, The Things We Leave Unfinished von Rebecca Yarros. Ist auch noch ungelesen. Ich wollte übrigens nur betonen, dass ein Post-it schon nicht ausgereicht hat für alle Bücher. Lag da schon die ganze Zeit meine Kochzeitschrift im Regal? Habe ich mich gerade gefragt. Warum ist es mir vorher nicht aufgefallen?
Carreras. Und ist das die Autorin, die jetzt auch Fourth Wings geschrieben hat? Der Name Ja, kommt mir gerade so bekannt vor. ist sie. Ja, und ja, dann habe ich mich auch mal schon so ein bisschen auf die Suche nach herbstlicher Lektüre gemacht. Jetzt sind es gerade wieder über 30 Grad gefühlt draußen. Also ist das wieder so ein bisschen verflogen. Und trotzdem bin ich sehr froh, dass ich auch gerade dieses Buch schon hier habe. Denn ich habe mir Meet Me in Maple Creek von Meet Me in Maple Creek. Weil es ist, glaube ich, gar nicht so ein cozy Herbstbuch, wurde mir mal irgendwo unter irgendeinem Video kommentiert. Ist auf jeden Fall auch noch ungelesen. Alexandra Flynn gekauft. Hier geht es um Mira, die eigentlich ein ganz normales Leben in Maple Creek fahren, eigentlich aus dem Buchladen mitgenommen. The Perfect Fit von Kara Atkin, von der habe ich schon was gelesen. The Perfect Fit von Kara Atkins ist auch noch ungelesen. Das wird wieder eine harte Zeit, Leute. Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, eine Trilogie habe ich von ihr hier in den ersten Band habe ich bis jetzt gelesen, aber irgendwie, dem mir hoffentlich gut gefallen wird. Und zu guter Letzt habe ich hier ein Buch, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Okay, zumindest sage ich zu guter Letzt und ich glaube, ich weiß auch, was für ein Buch das ist. Ab. Tatsächlich kriege ich mittlerweile nicht mehr so viele Bücher zum Geburtstag geschenkt, wenn da meistens eher Gutscheine, weil ich mittlerweile einfach so viele Bücher habe, dass wenn ich mir nichts direkt wünsche, die Leute einfach nicht wissen, was sie mir schenken sollen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Trotzdem habe ich von meiner Tante dieses Jahr zum Geburtstag ein Buch geschenkt bekommen, was ich tatsächlich auch schon habe, aber in einer anderen Ausgabe. Und zwar hat sie mir die gebundene Ausgabe von Wie die Ruhe vor dem Sturm von Oh Brittany. ja. Das ist jetzt so die Frage, ne? Ich habe es damals zum Sub gezählt. Also ich habe es eingetrackt in meinen Sub, obwohl ich die Geschichte ja schon kenne. Ich würde es jetzt trotzdem einfach hier auch nochmal mit reinnehmen und mir das aufschreiben. Einfach weil ich es halt bei Rido mit in den Sub getrackt habe. DC Sherry gekauft. Ich guck mal eben, ob da jetzt noch was kommt, weil ich stelle euch die Bücher ja gleich eh nochmal im Detail vor, die ungelesen sind. Das heißt, ich habe das jetzt immer geskippt. Gucke jetzt mal eben, ob ich noch was zeige. Sieht nicht so aus. Ne. Nächsten Video wiedersehen. Okay, das heißt, ich würde mir jetzt die Bücher raussuchen und würde die euch dann gleich unten im Detail nochmal vorstellen. Ja, wir sind zurück und es waren doch nicht ganz so wenige Bücher, die jetzt ungelesen sind. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch mit den Büchern, die ungelesen sind. Wir haben insgesamt 13 ungelesene Bücher und ich werde euch die jetzt einfach nochmal im Detail vorstellen. Und beginnen möchte ich mit der E-Book-Trilogie von Elizabeth Chadwick. Das war zum einen Das Lied der Königin, Band 1. Das Herz der Königin, Band 2. Und das Vermächtnis der Königin ist dann Band 3. Ich habe die, wie gesagt, alle drei als E-Books und die sind alle drei noch ungelesen. Und ich weiß immer noch nicht so genau, worum es da tatsächlich geht. Das sind auf jeden Fall historische Romane. Und zwar spielt das Ganze im 12. Jahrhundert und wir treffen hier Eleanor von Aquitanien. Da hatte ich doch im letzten auch schon das. Aquitania ist doch auch. Spielt doch im gleichen Zeitalter mit der gleichen Figuren, oder? Bin ich mir gerade unsicher. Ich glaube schon. Ja, und erzählt im Prinzip in diesen drei Bänden ihre Lebensgeschichte. Es war mal auf irgendeinem Kanal eine Empfehlung als Einstieg für historische Romane. Deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden und konnte die dann günstig die gesamte Trilogie als E-Book-Deal irgendwann mal bekommen. Ja, jetzt sind sie noch ungelesen, das heißt, ich werde mich in der nächsten Zeit auf jeden Fall dann mit dieser Trilogie beschäftigen. Als nächstes habe ich dann Auf der Rache von Cecilia Ahern, Alle Farben meines Lebens. Da habe ich ja den Klappentext im Neuzugänge-Video schon vorgelesen und zwar geht es um Alice, die quasi erkennen kann anhand der Farbe, die eine Person trägt, ob sie die Wahrheit sagt, ob sie lügt. Wie sie sich gerade fühlt, kann also jegliche Stimmungslagen anhand der Farbe ihres Gegenübers quasi ablesen. Doch trifft dann auf einen Mann, bei dem sie das nicht kann und das bringt sie in so eine Unsicherheit. Was genau dann passiert, ich habe keine Ahnung. Es ist jetzt auf der Rache, das heißt, ich werde es demnächst wahrscheinlich erfahren. Und Cecilia Ahern war mal eine Zeit lang eine Autorin, die ich sehr intensiv verfolgt habe, dann irgendwann nicht mehr so. Aber sie hat ja immer oder öfter mal so Bücher mit so einem übernatürlichen Touch. Das finde ich immer ganz cool, deswegen freue ich mich sehr auf die Geschichte. Dann auf der Rache gelandet ist Die Farbe meines Blutes von Denini Milner. Das habe ich euch ja in meinem
Muttertagsvideo noch gezeigt, also eine Leseempfehlung oder Geschenkideen für den Muttertag, weil das eine Geschichte ist, die sich ja auch mit dem Müttersein beschäftigt. Das Ganze spielt 1969 und unsere Protagonistin in dieser Geschichte erfährt, dass ihr Vater verstorben ist und so kommen Familiengeheimnisse wieder ans Licht, beziehungsweise das ist ein bisschen später. 1969 wird Ray quasi geboren, beziehungsweise ihre Mutter wird schwanger und darf das Kind aber nicht behalten. Es wird ihr weggenommen und zur Adoption freigegeben. Und Ray weiß auch, dass sie adoptiert ist, aber eben durch dieses Versterben des Vaters kommen da so gewisse Dinge bei ihr wieder hoch. Und es klingt so, so toll. Ich habe richtig Lust darauf, das zu lesen. Es ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile bei mir, ein Jahr genau oder etwas mehr als ein Jahr. Und ja, ich bin einfach neugierig, was in der Geschichte passiert und bin sehr froh, dass das jetzt auf der Rache ist. Auch auf der Rache habe ich Infinity Falling Mess Me Up von Sarah Sprinz, den ersten Band. Das war damals hier Erstauflage mit Farbschnitt, den ich allerdings nicht so schön finde. Und das Ganze ja, spielt an einem Filmset, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und zwar haben wir hier einmal unsere Protagonistin, die ja endlich den Sprung schaffen möchte, eine große Schauspielerin zu werden. Und die Hauptrolle im Blockbuster Infinity Falling soll ihr ja quasi dabei helfen. Doch dann erfährt sie, wer quasi die männliche Hauptrolle spielen wird, nämlich Hayes heißt er, glaube ich. Genau, er ist Mitglied in einer Boyband und wird ununterbrochen von Fans verfolgt. Ja, und die beiden treffen dann eben an diesem Filmset wieder aufeinander und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe ja im Ursprungsvideo schon gesagt, ich habe es halt so lange nicht gelesen, weil ich den ersten Band von Kathinka Engel gelesen hatte zu dem Zeitpunkt, wo es ja quasi was auch an einem Serienfilm-Setting spielt. Und da hatte ich einfach nicht so große Lust auf zwei Bücher im gleichen Setting quasi. Jetzt aber so langsam würde ich sagen, ja, doch, kann ich mich wieder mit sowas beschäftigen. Ich habe gerade versucht zu gucken, ob hier irgendwas von den anderen Bänden drin steht, aber hier sind nur so Innenklappen, die gestaltet sind. Schreibt mir also gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, ob da alle Bände mittlerweile schon erschienen sind. Ja, dann auf der Rache und das ärgert mich tatsächlich ein bisschen, weil ich das schon mal auf der Leseliste hatte und ja, hab's dann aber nicht gelesen und jetzt ist es halt hier auf der Rache gelandet, nämlich One Second to Love Breaking Waves von Christina Monninger. Wie gesagt, im Anfang des Jahres war das, März, April irgendwie, hatte ich das auf der Liste und ja, habe dann irgendwie keine Zeit gefunden, dazu zu greifen. Das Ganze geht nämlich um vier, fünf Freundinnen. Eine davon ist spurlos verschwunden und Avery kommt nach 10 Jahren als gefeierter Rockstar auf die Insel zurück, wo die sich alle kennengelernt haben, in einem Surfcamp. Und es gibt neue Hinweise zum Verschwinden ihrer Freundin. Doch die Freundschaft zu den anderen Mädchen oder jungen Frauen ist halt zerbrochen und unsere Protagonistin Avery weiß einfach nicht, was sie mit diesen Hinweisen jetzt machen soll. Es soll ganz, ganz toll sein. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich wollte es halt schon lesen und habe es halt einfach nicht gemacht. Das ist echt ärgerlich, aber jetzt bis zum Ende des Jahres wird es dann wohl hoffentlich gelesen werden. Ja, dann nur ganz kurz, eben aufgrund der schwierigen Thematik mit der Autorin möchte ich euch die Gesamtausgabe von Harry Potter, alle Bände sind hier drin. Den hatte ich mir letztes Jahr noch gekauft, als die neu erschienen ist. Die werde ich sicher nicht bis zum Ende des Jahres in 3 Monaten lesen, weil es halt alle Harry Potter Bände sind. Das werdet ihr auf jeden Fall dann wahrscheinlich nochmal im Rache-Resümee nochmal wiedersehen. Aber die Herbstzeit ist sowieso immer meine Harry Potter-Zeit, wo ich irgendwie Hörbuch höre oder die Geschichten lese und so. Deswegen passt das tatsächlich ganz gut. Aber ich möchte der Autorin jetzt einfach keine großartige Bühne mehr auf meinem Kanal bieten. Dann ist auf der Rache von Tess Gerritsen und Gary Braver die Studentin. Das ist ein Krimi. Den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin, mir den zu kaufen, ehrlich gesagt. Tess Gerritsen, von ihr habe ich halt hauptsächlich diese Risoli in Isles-Reihe gelesen. Aber auch nicht komplett.
komplett. Da fehlen mir, glaube ich, auch noch Teile. Ich weiß nicht, wie dieses Buch damals den Weg zu mir gefunden hat. Auf jeden Fall ist es, wie gesagt, ein Krimi und eine junge Studentin verstirbt und erst sieht halt alles nach einem Selbstmord aus. Doch Detective Frankie Looms spürt, dass da irgendwie mehr dahinter steckt. Und dann ist auch noch der Englischprofessor Jack Dorian irgendwie in die Sache verwickelt. Was dann passiert, wir werden es hier lesen. Ich muss mal den Bestseller-Sticker noch abmachen. Vor allem steht der Bestseller jetzt als Taschenbuch. Ich habe echt gefühlt gar keine Erinnerung mehr. Weder, dass ich das Buch gekauft habe, noch, dass ich das irgendwie in irgendeiner Form irgendwo gesehen habe. Aber es ist auf der Rache und auch so Krimis passen für mich perfekt in die kalte Jahreszeit. Deswegen bin ich auch da ganz guter Dinge, dass ich das lesen werde. Dann ist auch noch auf der Rache gelandet The Things We Leave Unfinished von Rebecca Yarros. Das ist ja ein Roman von ihr und nicht wie Fourth Wing eine Jugend-Fantasy-Geschichte. Das Ganze ist hier nämlich, glaube ich, eine Geschichte, die auf zwei Zeitebenen spielt, liebe ich ja. Liebe ich total. Ich hoffe, es ist gut gemacht. Und zwar haben wir zum einen Georgia, die nach einer schmerzhaften Scheidung in ihre Heimat Colorado zurückkehrt, um sich um den literarischen Nachlass ihrer Urgroßmutter zu kümmern. Und die war nämlich eine erfolgreiche Liebesromanautorin. Und sie hat ein einziges Buch aber nicht beendet, nämlich die Geschichte ihrer eigenen großen Liebe in den Wirren des Zweiten Weltkriegs. Noah Harrison hingegen befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Autor und bekommt die einzigartige Chance, das Manuskript seines literarischen Idols zu beenden, nämlich eben jener Großmutter von Georgia. Die widerspricht dem Ganzen jedoch und es klingt einfach großartig. Ich ärgere mich richtig, dass ich das nicht gelesen habe, weil es klingt nach einem Buch, was eigentlich perfekt für mich geeignet ist, weil ich solche Romane einfach liebe. Deswegen bin ich ganz froh, dass es jetzt hier nochmal quasi aufs Tableau gerufen wurde. Es ist wirklich dick, aber die KISS-Bücher gibt es ja auch meistens, also die Bücher aus dem KISS-Verlag, meistens als Hörbücher. Mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Geschichte und bin gespannt. Jetzt habe ich ja vorübrigens schon gelesen. Ich verlinke euch gerne mal meinen Lesemonat Juli. Da spreche ich über das Buch. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie die Autorin Liebesromane schreibt, weil ich das ja noch nicht von ihr gelesen habe. Ja, dann auch noch auf der Racheliste gelandet ist Meet Me in Maple Creek von Alexandra Flint, die ja, glaube ich, auch mittlerweile was bei Löwe Intens veröffentlicht hat, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ich dachte, das wäre hier so eine cozy, süße Liebesgeschichte, eine herbstliche. Es scheint aber doch ein bisschen mehr dahinter zu stecken, denn wir treffen hier auf Mira. Die in Maple Creek eben lebt, das ist ihre Heimatstadt, sie geht zur Uni und eigentlich ist ihr Leben ganz bescheuert, doch dann steht ihr Zwillingsbruder vor ihr, von dessen Existenz sie gar nichts wusste. Und er kommt gemeinsam mit seinem besten Freund Joschka, der einen Wirbelsturm an Gefühlen in Mira auslöst. Doch hinter Joschka verbergen sich mehr Geheimnisse, als er haben sollte. Und Mira lernt sehr schnell, wie sich sein Leben von ihrem unterscheidet. Doch was dann passiert, wir werden es lesen. Es klingt trotzdem gut. Ich habe nur einfach im Ursprung mir was anderes vorgestellt. Trotzdem klingt es nach einer sehr, sehr tollen Geschichte, auf die ich mich jetzt sehr freue. Es gibt auch noch einen zweiten Teil, sehe ich gerade, Save Me in Maple Creek. Da muss ich dann mal gucken, ob ich mir den irgendwann demnächst dann auch besorge. Jetzt lese ich erstmal Band 1. Dann habe ich hier auch noch The Perfect Fit von Kara Atkin. Das ist eine Geschichte, in der geht es um Ellie. Sie ist Stylistin und wird kurzfristig für den Sänger Rowan als eben jene Stylistin engagiert. Das war ihr großer Traum, doch der Manager der Band scheint irgendwie was dagegen zu haben und ist wenig begeistert von ihr. Und als herauskommt, dass sie Single ist und damit das Einstellungskriterium Nummer 1 für Caleb, den Manager, nicht erfüllt, gerät ihr großer Traum eben zu zerbrechen. Aber dann macht er ihr ein Angebot, also Caleb macht ihr ein Angebot, was sie nicht ausschlagen kann. Er spielt ihren Fake-Boyfriend, wenn sie seinen Fehler bei ihrem Background-Check vertuscht. Klingt jetzt erstmal okay, würde ich sagen. Ich bin gespannt. So Fake Dating
mag ich mal eigentlich ganz gern. Ich bin gespannt, wie es hier gemacht ist. Das Bild finde ich auf jeden Fall ganz cute und bin auch sehr gespannt. Und ich glaube, auch das ist eine Reihe. Ah, okay, ist eine Trilogie. Und ja, der zweite Band ist Anfang des Jahres erschienen. Also könnte ich die Reihe, wenn ich mir Band 2 kaufe, auch direkt beenden. Auf der Rache hier ist auf jeden Fall erstmal Band 1 The Perfect Fit. Und zu guter Letzt habe ich hier so ein halbes Subbuch, nämlich Wie die Ruhe vor dem Sturm von Brittany C. Sherry. Die Geschichte an sich kenne ich schon, aber ich habe diese Special Edition, die ich geschenkt bekommen habe, hier eben noch nicht gelesen. Ich hatte sie dann auf den Sub gezählt, weil dieses Buch faktisch in meinem Regal steht und noch ungelesen ist. Ich kenne halt die Geschichte schon. Ich habe es jetzt einfach auch mit zur Rache dazu genommen, weil ich es halt eben auch zum Sub gezählt habe. Hier geht es nämlich um, ich weiß gar nicht, wie heißt sie denn? Ich habe vergessen, wie die Protagonistin heißt. Ellie? Eleanor? Genau. Eleanor heißt sie und sie wird als Kindermädchen engagiert für die Kinder von Grayson, den sie aus Kindheitstagen kennt, den sie auch einmal geliebt hat. Doch der Junge von damals ist verschwunden, und in ihm ist nur noch Schmerz. Ich weiß, ich habe dieses Buch damals geliebt, als ich es das erste Mal gelesen habe. Ich weiß, dass ich jetzt auch beim zweiten Mal lieben werde, da bin ich mir ziemlich sicher. Trotzdem werde ich jetzt nochmal, ja, quasi dazu greifen. Und kleines Foreshadowing, ich habe Band 2 und 3 dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das heißt, vermutlich, damit die nicht auch nächstes Jahr in der Rache auftauchen, werde ich die vermutlich alle direkt hintereinander lesen. Auch die Geschichte kenne ich de facto schon. Es ist aber auch schon eine ganze Weile her, dass ich die gelesen habe. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Ich werde jetzt erstmal hier starten mit Wie die Ruhe vor dem Sturm. Ja, ihr Lieben, das war sie. Die Rache für den August. Ich hatte gehofft, dass es ein bisschen weniger Bücher sind, ehrlich gesagt. Ich erwische mich doch immer mal wieder dabei, dass ich doch mehr Zugänge in den Monaten habe, als ich hoffe und wünsche. Auf jeden Fall habe ich da jetzt genug Lesestoff zusammen für Ende des Jahres. Also ich werde versuchen, die Bücher bis Dezember zu lesen. Was ich bis dahin nicht gelesen habe, werde ich dann halt eben auslösen mit dem Euro in mein Sparglas. Ich werde jetzt demnächst auch nochmal einen Quartalsrückblick machen für die letzten Monate. Schaut auf jeden Fall auch gerne vorbei. Schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare, wenn ihr einige oder irgendeines der Bücher schon gelesen habt und wie ihr es fandet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder einschaltet. Macht's gut!